Hallo und herzlich willkommen zurück bei Zeftec Ages Minecraft. Ihr seht schon, wir sind wieder zurück in einer neuen Folge. Wir sind dabei, weiter zu craften, was auch sonst. Der Schäfi ist nämlich dabei, jetzt uns die erste Mechanik zu machen. Die Achse hat er schon gemacht, gewittert gerade. Jetzt versucht er quasi einen Mühlstein zu machen, danach eine Gearbox. Turning the Tables. Also, dann gibt es hier halt einen Tondrehtisch, keine Ahnung, wie das Ding jetzt wirklich heißt. Turntables. Turntables halt. Ja, und danach brauchen wir in jedem Fall noch eine Säge für den unteren Teil. Müssen wir mal gucken, wo wir das machen, wie wir das machen. Wir haben ja hier zum Glück hier jede Menge Fluss. Oder ob wir uns halt ein eigenes Wasserradflussgeschichte legen. Schauen wir mal. Werden wir sehen, aber dafür bräuchten wir erstmal den Schiffi, der hier in aller Ruhe arbeitet, aber der hat ja zu tun, ob ich die Dinger hier. Warum sind die. Musst du die nochmal durchschmelzen? Nee, ne? Die liegen hier falsch. Achso, die habe ich da aus der Sinne gelegt, nee, wieder runterbekommen. Ja, ich merke gerade. Oh, jetzt. Shift. Shift, nee, ich hatte geschiftet. Ja, ich auch. Shift-Rechtsklick. Keine Ahnung. Ich hatte geschiftet. Vielleicht, weil du ein Schild hattest? Shift ohne Ende hatte ich gemacht. Was hast denn du da drin reingekocht in die Hexenkessel? Da wird jetzt Kleber hergestellt. Ah, ging das nicht einfacher? Keine Ahnung. Das war das erstbeste Rezept, was ich gesehen hatte. Ah ne, war doch Kessel. Alles gut, du hast recht. Gute korrekte. Pling. So. Die Frage ist natürlich, wie viel muss denn da rein? Hast du, Ich mache einfach ganz viel. Ich glaube, das am besten. Das ist okay. Bin ich mit zufrieden. So, dann kann ich ja schon mal ein paar Achsen noch machen. Ich habe ja wenigstens eine kann ich machen. Denn davon werden wir auch noch ein paar brauchen. Achse. Ja, haben wir alles da. Jetzt habe ich auch eine Achse. Ha, guck mal, ich bin Achselmann. Was machst denn du immer mit dem Pferd? Nichts, ich hab das nur von der Werkbank runtergeholt. Und was hast denn du für einen Rucksack an? Ich hab den Rucksack angelegt. Geht das? Ja. Wo denn? In deinem Inventar oben der Bobbles, der Ring. Ah. Oh. Okay. Lalalala. Schön zu wissen, ich hab den Rucksack an. Musst du dir nur mal gucken, ob du eventuell dir einen Shortcut dafür machen musst, weil ich muss das umstellen, weil auf B liegen für nachher die Wegpunkte. Und ja. Müssen wir dann bei Gelegenheit gucken. Im Notfall, mach ich offscreen, erinnert mich mal dran. Ich will jetzt nicht die Folge damit verschwinden. Ich will nämlich stattdessen noch ein bisschen an der Hand Plantagierung weiterarbeiten. Während der Schiefi halt hier wurschtelt, Hand werden wir jede Menge brauchen. Wir werden auch jede Menge Bodenmehl brauchen. Aber das durfte ja mittlerweile. Ach, guck mal, das Pferd hat mal Pause. Guck mal einer an, du. Wow, kann gleich weiterarbeiten. Ja, und zwar hier, damit. So. Hopp, hopp. Ich dachte jetzt auf den ersten Blick, oh, guck mal, da hinten ist ein umgekehrter Tintenfisch, der da übers Haus weg, drüber wegguckt. Nein, war nur das Tippi. Ach ja, Halluzinationen sind schon was Schönes. Das kommt davon, wenn man zu viel mit Hanf hantiert. Ja, das ist durchaus optional möglich. Ich möchte das nicht mal abschalten. Du sollst Seile draus machen, nicht inhalieren. Abwarten. Kann man doch alles. Warum soll man das eine nicht mit dem anderen machen können? So. Pflanze hier trotzdem die hier wieder an. So. Und dann gucke ich mal, dass ich die eine draußen. Wobei. Das kann ich nicht auf der offiziellen Farm machen. Auf der offiziellen Farm wächst ja auch Weed, ne? Also Weizen. Ja. Weil hier unten haben wir ja noch die Mini-Farm mit den Pepperonis und so weiter und so fort. Und die ist schön abgelegen. Die sieht halt keiner. Das ist, glaube ich, das Beste für Hans. So, deswegen machen wir die Hanfgeschichte hier hinten hin. Ist irgendwie sicherer. Gefällt mir mehr. What are we doing?
Was erwartet? Was erwartet? Ach, so, jetzt was die erwartet? Gearbox. Also, Eutowitz. So, genau. Gierstund, Box. So, ich wollte hier lang, denn ich muss nämlich wieder wie ein Blöder an den Grindstone. Nochmal. Wenn ich... Da ist der Hanf. Lalalalalala, du da, du da. Wir hauen den Hanf jetzt einfach nach. Du da, day. Das braucht ganz schön viel Futter. Aber wir kennen es ja nicht anders. Ich sollte mal das Schild rausnehmen. Weg hier drin. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. So. Dann futtert er nämlich nebenbei gleich mit. Das passt ja sehr schön. Hast du das Wasserrad schon irgendwo hingepflanzt? Bisher noch nicht. Das sieht sehr klein aus. Zur Not schmeißt es mir mal rüber, dann damit ich auch eine Aufgabe dann habe, außer hier dumm in der Gegend rumzustehen. Dann gucke ich mir da mal einen Platz aus. Und von da müssen wir dann halt mal gucken. Sehr schön. Ich dachte, jetzt steht ein Creeper vor mir. War nur das Pferd. Das Hanf macht wirklich was mit mir. Vermutlich beim Malen die Dämpfe. Anders kann ich mir nicht vorstellen. Irgendwas muss es ja sein. Und der Himmel ist heute wieder so schön grün. Okay. Findet ihr nicht? Doch. Erstmal brauche ich dünne Slabs. Schlaps? Slabs. Ich habe jetzt dünne Slabs. Genau. Eine Säge so. Hatten wir ja schon. Damit genau. Haben wir den Gearbox. Sehr, sehr schön. Du kannst jetzt mal ein paar Achsen machen. Turntable. Turntable, genau. Was und Achsen und eine Säge. Ein, zwei Achsen wären noch nicht schlecht. Vielleicht auch ein paar mehr. Und notfalls vielleicht sogar noch eine Gearbox. Müssen wir gucken. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe aber eine grobe Vorstellung. Haben wir Hanf? Oh. Ja, warte, hier. Bitteschön. Gracias. So. Ha, ich freue mich. Bestimmt haben wir bald drehende Teile. Von allein laufendes Arbeitszeugs. Ah, ich freue mich so, wenn es irgendwann mal funktionieren sollte. Positiv denken, Black. Ja. Vielleicht funktioniert es auch gar nicht, dann freue ich mich auch. Drei Achsen sind nochmal gemacht. Ja, sehr schön. Muss mir mal was zu essen nehmen. Eine Säge wolltest du. Warne Säge. Also irgendwas, womit ich die Mulberry-Geschichte. Wie hieß denn das Ding? Diese Better with Mods Säge oder? Ja, müsste die sein. Säge, genau. Also auf Deutsch heißt sie wirklich Säge von Better with Mods. Ist korrekt. Okay, dann machen wir die. So, es dunkelt draußen. Ja, das ist okay. Dann gehe ich mal ins Bettchen und einer ins Tippi. Siehst du, Lilly, wie man das ausdrückt? Ganz einfach. So. Ich hab dich gern, Black. Ich weiß. Ihr macht das super. Oh, ich war auch am Schlafen. Macht ja nix. Haben wir halt alle mal zu dritt miteinander geschlafen. War absichtlich. Deswegen wird's so warm. Ja. Naja, wir haben ja keine Bettdecke. Nur ein bisschen Laub. Und im Tipi überhaupt nix. So, was wollte ich? Achso, ich wollte, das können wir unten beim Hanf unten machen. Und das ist in der Richtung. Ich hoffe mal, dass wir das da machen können. Kann durchaus auch sein, dass wir da laufendes, fließendes Wasser brauchen. Das werden wir aber dann gleich sehen. Jetzt muss ich nur gucken, auf welche Ecke machen wir das. Wir haben, meine Fresse, wir haben aber auch echt viel Dingens angepflanzt. Ich werde einfach mal hier hingehen. Achso, die Gearbox gibst du mir auch gleich mal, wenn du die hast. Wo bist denn du? Ich komme gerade in die Hütte gelaufen. Ja, ich bin in der anderen Hütte. Nee, ach nee, das war die andere. Das war die Lilly.
Ich bin bei den Steinen. Ja, danke. Ja, die Achsen gibt's auch gleich mit. Oh die ja. Linie. Der Axel. So, dann würde ich das hier unten hinbauen und dann müssen wir mal gucken, müssen wir wahrscheinlich doch Water noch drüber hauen, weil das kein fließend Wasser ist. Ich würde es aber trotzdem erstmal irgendwie reinsetzen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe mit dem Mod noch nicht gearbeitet, aber wir werden es gleich sehen. Hier bauen wir mal ein bisschen ab. Aha. Das kann ich alles nicht mehr aufnehmen, das ist schön. Eigentlich ist es nicht schön, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich setze die mal hier her. Setze da mal eine Achse drin, pauschal. Ja, das ist ja schon mal richtig. Und setze jetzt, wo ist es denn? Das Teil hier hin. Das war die falsche. Naja. Das ist eh doof, ich muss noch eins rüber. Sehe ich gerade. Jetzt müsste ich wieder so viel buddeln. Bitte bleib ganz, bitte bleib ganz. So, blip, 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 blip. Hast du eine Gearbox aufgesammelt? Nee, da liegt's noch. Okay. Ich wollte gerade sagen, nein. Hab's selber. So, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt hier so korrekt ist. Aber wir werden es gleich herausfinden. Haben wir Leder? Leder oder Leder? Leder. Ja, unten, hier unten. Das ist hier unten am Wasser. Genau. Perfekt. Wie bräuchte denn? Was wir auch mal machen könnten, wäre vielleicht. Dann brauche ich kein fließendes Wasser machen. Ja, weil ich da nicht drauf. So. Füllt es natürlich gleich gerade wieder auf. Das war eigentlich nicht der Plan, aber der Plan war hier. Da muss ich Tor zu machen. So. Das hier weg. Das hier auch weg. Viel Gemüse einstecken, dass ich jetzt nicht mehr ganz richtig klar komme. So, das dahin. Und jetzt hoffen, dass das irgendwie Säge fertig funktioniert. Genau. Sehr schön. Das hier, das eine 5x5 Fläche. Oh. Mit Wasser? Meine Mama. In der nächsten Aufnahme müssen wir mal die Steinhütte ein bisschen vergrößern, glaube ich, oder? Absolut, baue ich das hier alles nochmal? Ja, können wir machen. Wie gesagt, alternativ können auch ein paar Maschinchen schon, sagen wir mal, ins andere Häuschen, dafür ist es ja da. Ach stimmt, das haben wir auch noch. Ja. Ich dachte, das wird unser Wohnhaus so. Ja, natürlich, aber wir können ja, was weiß ich, noch ein Dingens oben drauf setzen. So ein Dingens, du weißt schon, ne? Du weißt schon, wie das eine Etage. Ja, Etage, genau. Na? Sag mal. Lass mir einfach mal anders. Na? So. Dann nehmen wir einmal Stein. Das hier wieder raus. Aber ja, die Säge steht jetzt in der Steinhütte. Okay, dann das nächste war die Turntable. Genau. Unter Wasser buddeln. Und das nicht mal mit der Schaufel, die man einstecken hat. Naja, ihr kennt mich ja. So, hölzernes Getriebe. Ich setze das jetzt nochmal hier oben drauf. So, setze hier eine Achse ran. Und werde jetzt gucken, ob das jetzt funktioniert. Schiffi sieht schon so ein bisschen unheimlich aus, ne? Schiffi ist was? Ein bisschen unheimlich. In deiner Rüstung. Toll, du bist zu hoch. Ach, alles klar, ich verstehe woran. Ja, okay. Black, hast du noch eine Achse übrig gelassen? Ich hab noch hier, ja. Muss aber erstmal. Ich würde eine brauchen. Ja, oh, hier. Nett. Das bin ich weiß. Bitteschön. Changedön. Nettes Windrad, Wasserrad, Windrad. Ja, ist nur eins tief gewesen. Blauer so. Wind. Ja, Wasserwindrad. Stimmt. Genau. Das sagst du aber nur, weil du es ja gecraftet hast. Ja, natürlich. Ich kenne dich doch. Eigenlob. So, was. Warte, dann müssen wir mal kurz. So. Aber immerhin, so halb wie ich es wollte, hat es ja schon mal funktioniert. Nur, dass ich nicht ganz halb war.
So, also das dahin jetzt. Also das eine Pferd ist ein Ausbrecherkönig. Ja, das ist möglich. Stimmt, Schiefis. So, Achse ran. Dann setzt es halt direkt dran, ist auch okay. Was nicht okay ist, wir müssen dann doch erstmal zu bauen. Was passt denn da? Blub. Was habe ich denn alles einstecken? Sand? Nicht wegschwimmen. Die wollen ausbrechen. Die haben keine Lust mehr auf uns. So viel Sklavenarbeit. Was hast du denn schon wieder angestellt, Schäfi? Ich habe sie versklavt. Das mache ich immer mit Pferden. Und so. Warum? Die haben sich noch nie beschwert. Die ging's immer gut. Ja, bei dir. Bei dir haben sie sich noch nie beschwert. So, jetzt muss ich mal ganz kurz den Rucksack wieder rausnehmen. Denn da habe ich bestimmt noch irgendwelchen Scheiß drin, den ich jetzt verwenden kann. Hier, Bruchstein, nehmen wir den. Dann machen wir wieder Platz da rein. Baubliss. So. Und dann 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja. Schon mal so weit, so gut. Spitze Hacke. So. Ich nehm. Ja. Okay. Machen wir hier quasi fließendes Wasser. Und da kommt jetzt das Ding ran, aber mit einer Achse. So. Und auf die Achse kommt das Teil. Und es dreht sich! Es dreht sich! Ha! Okay, ich habe Feuer gemacht! Ich behaupte mal, die braucht eventuell Strom. Nee, du bring sie hierher. Die braucht das hier. Du brauchst das Wasserrad? Ja. Setz einfach mal hier hin. Ah. Aha. So, diese. Aua. Aua, das sägt anscheinend nicht nur Holz. Ja. Ich hab getestet für euch. Ja, sehr schön. Und ich kann jetzt auch diesen Mull durchhauen. Wie hieß das so? Ja, Mull. Nicht Mull. Oh, das ist mal ein Arbeiten hier. Klick fertig. So, was du mal machen könntest, lieber Schäfi. Ich glaube, Schäfi baut gerade den Turning Table, genau. Ja, was soll ich jetzt machen? Weiter? Was gibt's denn hier noch? Noch ein oder zwei Äxtlein bräuchte ich vielleicht. Ein oder zwei Äxte. Und gegebenenfalls noch eine Gearbox. Haben wir denn noch Hanf? Ich habe Faden, Hanffasern, 6 Stück zumindest. Das wird nicht reichen. Dann müssen wir mal bei Gelegenheit gucken. Ich muss aber erstmal hier. Wo ist denn. Habe ich noch eine Axt? Nee, ich habe keine Achse mehr, aber. Ich kann dir eine Drehscheibe geben. Ja, dann müsste ich aber die Gearbox erstmal wieder hinsetzen. Ich wollte die Gearbox aber genau da hinsetzen, wo das ist. Jetzt geht's gerade nicht. Brauchst du das jetzt gerade? Also, oder wolltest du nur für den Fortschritt? Das war jetzt für den Fortschritt einfach. Wenn ich jetzt eine Gearbox machen soll, dann brauche ich die noch nicht. Dann, ja, wäre mir ganz recht. Brauchst du Sägemehl? Ich kann dir Sägemehl geben, jede Menge. Brauche ich auch nicht. Ich auch nicht. Lilly braucht das. Mal einsammeln. Hier soll jetzt die Gearbox hin. Die erste. So. Dann bräuchten wir noch eine Achse, die wir hier dazwischen setzen. Und dann will ich das Zeug hier auch nach oben leiten, damit wir hier oben vielleicht sogar noch eine zweite Gearbox, also eigentlich brauchen wir 2 Gearboxes, und dass hier oben quasi das Zeug verteilt wird. Also soll ich gleich 2 Gearboxes erstellen? Ja, genau. Okay. Und dann machen wir hier oben quasi eine Art Sägemühlengeschichte. Aber ich brauche auch 5000 Achsen, brauche ich auch noch. Vermutlich reichen 13, aber 5000 klingt halt günstiger. So, ich habe auch jede Menge Weed einstecken, den könnte ich mal hier hinten hin tun. So. Diese Samen, ich schmeiß die Samen jetzt, ich schmeiß das Zeug jetzt alles weg hier. So, wir brauchen das nicht. Das brauchen wir nicht. Was habe ich hier? Einen Stock. Stock brauche ich. Okay, nicht. Ich brauche Achsen für die Gearbox. Ja, definitiv. Hier hast du erstmal hier Hanf. Tschüss. So, ich gehe mal kurz pennen. Möchte jemand auch? Ach so, mal gucken, ob ich mich auf die. Nee, geht nicht.
man kann es ja versuchen, oder wie? Ja, naja, kuschelig, ne? Das wär's auf jeden Fall. So, du kannst nicht schlafen, weil das Bett so weit entfernt ist. Okay, da muss ich halt noch 2 mm rangehen. So, wunderbar. Nimm. So, sagte er. Im Prinzip warten wir auf Dingens. Wir können aber erst einmal gucken. Wir wollten ja... Pferd! Arbeiten! Ground Resin. Hat das andere Pferd auch mal was zu tun, weil ich brauche Holz. Ja, und wir müssten... ich kann ja inzwischen mal aus dem Parchment, ne? Parchment hier. Parchment. Genau. Da gucken, wir brauchen den Waschi dafür, genau. Und dafür Mulberry Pulp, den wir aus getrockneten. Aus der Blätter. Ist die hoffentlich hier unten drin? Ja. Immerhin. Jetzt wird's lustig. Oder auch nicht. Hm? Okay. Aber konnte man die auch? Geht das auch? Wir mal mit einem. Ja. Alle rühren kann ich schon mal. Geschüttelt, nicht gerührt. La 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 la. Mir Black mag's aber lieber gerührt, nicht geschüttelt. Achso. Ja, manchmal auch gerüttelt, nicht geschürt. Okay. Oder so. So, es sieht gerade so aus, als würde das nicht funktionieren. Schade, dann nehmen wir es wieder raus. Dann muss ich das halt wirklich nur mit der Blätter machen. Jetzt wird ja immer Blätter. Oder hier doch, hier steht's doch. Ein Wassereimer okay, wird ja wohl drin sein. Oder brauche ich da noch mehr Wasser? Das kann auch sein. Also, warum denn die Hanfplantage? Es gibt derzeit 2 halbe, also eine, die trocken ist, als Deko bei den Pferden irgendwo. Da wird aber, dauert es lang zum Wachsen und hier dauert es noch länger zum Wachsen. Hier unten beim, unten halt. Black. Am See, am Fluss. Okay, ja, dann muss ich hab da mal reingeguckt, du brauchst 4 von der Birke, die du da reinschmeißen musst. Achso, okay. 4. Mal gucken, ob es schon reicht. Danke dir. Ja, tatsächlich. Wunderbar. Bitte. Nein, hier. Hanf. Oh, und Wasser trotzdem. Ja. Wasser. Ja. Wasser. Hab ich da 4 drin? Ja. Klappt doch langsam. Haben wir. Klipp. Eins wäre hier. Das war nie. Ja, jetzt aber. So. Oh, jetzt erschreckt mich. So. Bei mir geht gerade das Rolo auf. Ha, wir sind nämlich voll automatisiert hier. Oha. Damit ich auch die Weihnachtsbeleuchtung sehe. Eigentlich habe ich es nur gemacht, weil ich ja das Rollo immer zur Aufnahme oder wenn ich am Rechner sitze unten habe. Und dann vergesse ich das ständig. Und dann ist ständig das Rollo unten. Das ist, hat absolut keinen Sinn, dass das unten ist. Im Gegenteil, ne, gerade im Winter, sonniges Wetter. Der Sonnenschein macht es auch noch schön warm. Da wäre es halt schön, wenn es unten oben ist. Und da habe ich gesagt, naja, okay, dann kaufst du dir so eine Automatisierung, dass es automatisch hochgeht. Ja. Auch nicht schlecht. Ja, das bin ich. Automatisch klingt immer gut. Genau. So. Automatisch macht alles automatisch besser. Naja, nicht automatisch, aber automatischer. Ja, warte, die eine nehmen wir so. Huch, hat mich da jemand gerade zur Seite geschubst? Schäfi wahrscheinlich, der ist gerade an dir vorbeigehüpft. Ah. UA. So, jetzt. Du hast aber oben trotzdem die Hanfplantage gelassen? Weil die war als Deko gedacht. Ich hab die nicht angerührt da oben. Gut. Achso, hast du extra gemacht. Okay, wunderbar. Alles gut. Wollte ich nur gesagt, tut und tätend haben. So, ich würde aber erst einmal sagen, Socket Mulberry Part haben wir jetzt fertig. Die muss ich eh erstmal trocknen. Trockenständer gab's ja auch hier unten. Sehr schön. Ja, Schäfi schiebt einen weg, wenn er an einem vorbeirennt. Ja, das ist typisch Schäfi. Hallo!
richtiges Pokémon. Der pokt einen jedes Mal zur Seite. Oh. Was setzt er denn? Body Slam ein oder wie? Ja, offensichtlich. Vielleicht war es auch nur der Ruckzuck. Eher Body Check, oder? Oder das? Naja, er ist schnell vorbei. Ich glaube eher der Ruckzuck wie. Ganz sicher. So. Oder das, stimmt auch. Ganz genau. Und ich würde mal sagen, wir werden jetzt auch ganz sicher die Folge beenden. Und ich fürchte, wir werden hier auch abbrechen und das nächste Mal weitermachen. Denn, einerseits kriege ich Hunger und andererseits, nächstes Mal. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, dass Chevy wieder dabei ist. Ansonsten leg mal im Notfall ein bisschen was in die Kiste, damit wir nicht doppelt und dreifach anfangen müssen. Aber ich gehe einfach von aus. Chefi ist ja relativ zuverlässig und man muss auch sagen, eine große Verstärkung, genau wie die Lilly. Nicht zuletzt wegen dem Rucksack hier. Ich muss da noch einen Shortcut legen, den ich beim nächsten Mal eh wieder vergessen habe. Macht aber nichts. Bis dann. Tschö. Tschö. Tschö.